Ich weiß überhaupt nicht, was mit meinen Haaren los ist. Excuse the mess. Hi und willkommen zurück bei einem neuen YouTube-Video. Ich habe am Montag den ersten Unitag gehabt seit 8 Monaten. Nein, Moment. Wann war ich das letzte Mal auf der Uni? Im März. Das heißt März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Ja, doch. Also seit 7 Monaten eigentlich. Es war extrem, extrem entspannend, dass man einfach wieder mal normal Uni haben kann und die anderen wieder sieht. Und es haben zwar alle eine Maske auf, was voll passt und auch kein Problem ist, aber generell einfach mal mit anderen Leuten wieder gemeinsam etwas zu lernen, ist richtig schön und genieße ich gerade aus vollen Zügen. Jedenfalls ist es bei uns so, ich erkläre euch kurz das System, bevor ich zum Inhalt dieses Videos komme. Bei uns ist es so, dass die großen Vorlesungen sozusagen in 2 Gruppen geteilt sind. Das heißt, in der einen Woche sind die einen Studenten anwesend im Vorlesungssaal und die anderen sitzen daheim vor ihrem Laptop und bekommen die Vorlesung sozusagen live gestreamt, und in der nächsten Woche switcht das und dann sind die anderen an der Uni und die einen daheim. In meinem Praktikum, das ich im September gemacht habe, habe ich eine Formulantin kennengelernt, eine weitere Formulantin, die jetzt im zweiten Jahr ist. Wir haben dann mal darüber geredet, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, einfach Leute an der Uni kennenzulernen, wenn man Online-Uni hat, weil ganz viele Universitäten sind viel größer als die, an der ich studiere, und deswegen gibt es viele Vorlesungen einfach generell nur online und nur ganz wenige Seminare tatsächlich in Präsenzunterricht. Und wenn man nur Online-Uni hat, ist es ja wirklich nicht so easy, Leute kennenzulernen aus dem eigenen Jahrgang. Es ist aber auch extrem wichtig, einfach Freunde zu machen. Und darum habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video für diejenigen, die neu an der Uni anfangen und sich fragen, wie man da Freunde kennenlernen soll. Ich habe ein paar Tipps. Natürlich ist es einfach schwierig, das ist eh klar, mit Online-Unterricht mal in Kontakt zu kommen mit jemand anderen, aber es gibt ein paar Tipps und Tricks, die man auf jeden Fall gut anwenden kann. Number one ist, an jeder Online-Uni gibt es sicher mal irgendwie Zoom-Konferenzen oder Microsoft Teams-Konferenzen oder irgendwelche Video-Chats in der größeren Gruppe oder auch in kleineren Gruppen. Was ich irgendwie gelernt habe über das vergangene Semester hinweg, beziehungsweise auch in meinen eigenen Video-Chats, ist, dass es immer ganz nett ist, wenn man die Leute tatsächlich auch sieht. Ganz viele haben immer das Video ausgeschalten und quasi nur die Audio an, und dann sieht man nur einen schwarzen Screen mit dem Namen drauf. Und also es ist natürlich keiner gezwungen, dass man ein Video anschalten muss. Es gibt auch ganz viele Computer, die das einfach nicht können, weil sie keine Webcam installieren oder so irgendwas. Und das ist dann eh klar, dass das nicht geht. Aber ich denke mir, wenn man dazu bereit ist und wenn es einem jetzt so nicht so viel ausmacht, dann ist es immer ganz nett, einfach auch mal das Video einzuschalten, damit man sich eben auch mal gegenseitig sieht und nicht nur hört, weil meistens sagt man ja dann auch nicht so wirklich viel. Und dann ist das Ganze einfach viel weniger anonym. Ich habe auch mal mit, also in meiner Formulatur im September, jetzt mal mit einem Arzt gesprochen, der auch Vorlesungen bei mir macht, und er hat halt gesagt, dass es extrem schwierig ist, tatsächlich als Vortragender oder als Vortragende eine gute Atmosphäre zu schaffen, weil wenn jeder die Kamera ausgeschalten hat, dann redet man halt quasi ins Nichts, und auch wenn da der Name steht, das, also man weiß ja gar nicht, ob die Person überhaupt noch zuhört. Und ja, genau, also das ist irgendwie so, was ich als Tipp geben würde, wenn die Möglichkeit besteht und wenn es nicht so viel ausmacht, dann ist es sicher ganz nett, die Videofunktion zu aktivieren, dass man einfach mal sieht, wie die anderen Leute im gleichen Jahrgang noch so aussehen. Wo wir schon bei Zoom-Funktionen, ich sage es einfach Zoom, weil das ist irgendwie so das, was die JKU, also meine Uni, immer verwendet. Wenn wir schon bei Zoom-Vorlesungen sind, dann kann man ja auch einfach mal in den Chat schreiben oder im Chat bitten, dass alle ihre Telefonnummern reinschreiben wollen, die zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe gründen wollen, und dass man sich einfach da mal ein bisschen austauscht und dann eine Gruppe gründet und auf WhatsApp eine bessere Kommunikation sozusagen aufstellen kann. Das ist auch immer ganz praktisch zum Austausch von Unterlagen oder Altfragen oder einfach, wenn man sich auch mal was ausmachen möchte, zum Beispiel abgesehen von Uni-Zeug sozusagen. Das ist immer ganz praktisch und es geht auch super schnell. Also man kann das auch einfach vorschlagen am Ende von einer Vorlesung zum Beispiel, zu Beginn des Semesters oder am Ende eines Seminars oder so, dass man sagt, hey, freut euch, bitte da mal schnell eure Telefonnummern reinzuschreiben. Wer möchte, ich werde eine WhatsApp-Gruppe erstellen, damit wir uns einfach ein bisschen besser absprechen können. Und man, ja, man macht halt dann auch Freunde dadurch, finde ich. Was da vielleicht dann davon abgeleitet werden kann, ist, dass man ja auf WhatsApp auch mal schreiben kann, so, hey, wollen die, die Instagram haben oder so, vielleicht mal ihre Instagram-Namen reinschicken. Und das habe ich einmal gemacht. Das ist zwar immer ein bisschen awkward, aber im Endeffekt ist jeder froh darum, weil man dann auch über andere Social-Media-Apps, die anderen Leute auch haben, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen sehen kann, wie die Leute halt so leben oder zumindest wie sie es auf Instagram darstellen. Aber man kann halt da auch mal so ein bisschen einen Insight bekommen in das nicht
Nicht-Uni-Leben einer Person, das ist auch immer ganz wichtig eigentlich, um Freundschaften zu schließen. Genau, das ist irgendwie so mein Tipp. Also einfach mal fragen, hey, die Instagram haben, freut euch, den Accountnamen reinzustellen oder ich glaube, ich habe es damals auch mit Snapchat gemacht, so, es ist nicht in der großen Jahrgangsgruppe, aber in so einer kleineren Gruppe habe ich mal so geschrieben, das ist mein Snapchat-Username, würde mich freuen, wenn mich jemand adden würde und dann wird man eh geaddet von jemandem und dann sieht man das ja und dann kann man den zurückadden und dann. Generell, ich finde Snapchat ist ja auch ein bisschen eine vergessene App heutzutage, aber es ist eigentlich ganz praktisch, um so Konversationen anzufangen und so Smalltalk zu machen oder auch, ich weiß nicht, dann tiefergehende Gespräche anzufangen. Es ist einfach ganz nett, weil es ist so schnell und nicht so gebunden und man kann einfach mal, keine Ahnung, das Haustier fotografieren und sagen, hey, das ist meine Katze oder so und so kann man sich auch ein bisschen kennenlernen. Also die sozialen Medien bieten uns in dieser Zeit ja Gott sei Dank auch relativ viel Optionen, um trotzdem Kontakt mit anderen Menschen zu haben, obwohl man sich nicht in real life sieht. Abseits von Vorlesungen ist es vielleicht auch ganz nett, wenn man sich mal einfach so einen Zoom-Call ausmacht. Das kann man ja auch selber gestalten. Also das kommt ja nicht nur von der Uni, man kann ja selber auch ein Meeting anfangen. Also das haben wir zum Beispiel im Lockdown, also im richtigen Lockdown, ein paar Mal gemacht, dass wir über Zoom einfach gequatscht haben, mal einen Abend lang und so in der Kleingruppe, also in der Freundesgruppe. Und ich finde das immer ganz nett, weil damit kann man auch mal wirklich reden miteinander und nicht nur schreiben, weil es ist ja doch was anderes, wenn man auch mal die Stimme des anderen hört oder der anderen. Wir haben dann, glaube ich, auch parallel, ich glaube, es heißt Scrabble oder Scribble oder so, ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt, keine Ahnung, es ist irgendein Internetspiel, haben wir gespielt und es war irgendwie echt lustig und hat uns definitiv auch ein bisschen den Lockdown versüßt, weil man ja doch irgendwie auch einfach keinen wirklich gesehen hat und momentan ist es ja immer noch so, dass, wie soll ich sagen, Beschränkungen gelten bezüglich dessen, wie viele Leute sich irgendwie gemeinsam treffen können, / sollten. Und ich glaube, bei Videocalls und so ist ja, also das ist ja auch eine ganz nette Art. Natürlich redet man trotzdem im Endeffekt mit einem Computer, wo dann halt andere Leute da dahinter sitzen und dann auch mit ihrem Computer reden und ich hör das halt dann wieder. Aber es ist definitiv besser, als einfach gar nicht zu reden. Genau. Und da muss man einfach über den eigenen Schatten springen, denke ich, dass man einfach sagt, hey, habt ihr Lust? Sonntagabend zum Beispiel, wir könnten ein Online-Spiel spielen, ich schicke euch den Zoom-Link in die Gruppe und wer dazukommen möchte, dann, ja, kommt dazu. Genau. Was noch nett ist, also momentan, glaube ich, ist eine Beschränkung von 10 Personen in Österreich sozusagen geltend bezüglich der Anzahl, wie viele Leute sich auf einmal treffen dürfen. Ich glaube, wenn man irgendwie mit Hausverstand handelt, kann man sich durchaus vielleicht mal einen Spaziergang mit jemandem ausmachen, vielleicht zu zweit und man geht halt dann so, weiß ich nicht, eineinhalb Meter nebeneinander, dass man halt auch diesen Sicherheitsabstand noch einhält. Ich glaube, man kann sich das auch schon wieder trauen, je nachdem, wie sich die Zahlen halt entwickeln in der Zukunft jetzt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, also Anfang Oktober, glaube ich, darf man sich durchaus mal mit einer oder zwei anderen Personen einfach mal einen Spaziergang ausmachen und dann kann man da auch ein bisschen quatschen. Und an der frischen Luft ist es ja auch irgendwie besser, weil, ja, keine Ahnung, Aerosolen und was auch immer. Wenn es mal enger wird, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel in Linz auf der Landstraße geht, dann kann man ja da auch einfach die Maske die ganze Zeit aufhaben. Ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe auch im Krankenhaus immer die Maske aufgehabt, 8 Stunden am Tag. Und im Endeffekt, bis auf ein paar Pickel, die ich irgendwie davon bekommen habe in der ersten Zeit, finde ich, vergisst man das eigentlich ein bisschen. Das heißt, wenn man einfach mit bestimmten Safety Precautions sozusagen vorgeht, dann ist es bestimmt auch eine nette Maßnahme. Das geht natürlich nur, wenn die Personen auch wirklich in der Stadt sind, also oder am Land oder am gleichen Ort, whatever. Was natürlich bei der Online-Uni oft nicht der Fall ist, da bleiben viele daheim. Aber eben, da kann man durchaus auf andere Maßnahmen, die ich euch vorher schon beschrieben habe, zurückgreifen. Genau. Das wären irgendwie so meine Tipps. Ich finde, es ist ganz nett, wenn man sich da ein bisschen drum bemüht. Hoffentlich wird das nächste Semester, das ja dann im März beginnt, noch offener, auch für mehr Universitäten, je nachdem, wie halt die Fallzahlen dann auch aussehen. Hoffentlich können die paar Erstes unter euch, vielleicht gibt es da jemanden, die jetzt mit einer Uni-Ausbildung begonnen haben. Hoffentlich könnt ihr damit was anfangen, was ich euch gerade erzählt habe und vielleicht kann ja der oder die ein oder andere tatsächlich eine der Sachen umsetzen und einen Zoom-Call organisieren oder die Social Media in die Gruppe posten oder eine WhatsApp-Gruppe erstellen oder so und dann da ein bisschen soziale Kontakte knüpfen. Ich finde gerade in der Medizin, wo man einfach so lange miteinander studiert, ist es doch ganz nett, wenn man sich kennt. Ich merke es jetzt in unserem Jahrgang, wir sind ein bisschen geschrumpft von, ich weiß nicht, wie viele Studenten auf, ich glaube, knappe 70 oder so. Und es kennt halt jeder jeden. Das ist echt nett. Und es ist halt freundschaftlich und es macht das Lernen auch ein bisschen leichter. Und es ist auch praktisch, weil halt wir alle vernetzt sind untereinander. Das heißt, wir können uns Unterlagen schicken, wir können uns Altfragen schicken zum Üben, wir können uns Praktikumsunterlagen schicken oder so. Oder ich weiß nicht, wenn das in irgendeiner Vorlesung mal ein Professor erwähnt hat, ja, das ist prüfungsrelevant, dann wird das halt auch in die Gruppe geschrieben. Und
das ist schon cool. Also es ist irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl und man ist ja trotzdem irgendwie gemeinsam in einer Ausbildung, auch wenn es nicht mehr Schule ist. Aber dennoch, ja, muss man nicht alles ganz alleine machen. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video drüber, weil ich mir das einfach in der vergangenen Woche doch gedacht habe, dass es vielleicht nicht ganz unpraktisch wäre für jemanden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wäre es extrem cool, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könnt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Bye, bye.